Tief verborgen in den Schatten der Geschichte und umhüllt von einem Schleier des Geheimnisses ruht der Heilige Gral, ein legendäres Relikt von unermesslichem Wert. Seine Präsenz hat Generationen von Abenteurern und Suchenden in ihren Bann gezogen, ihre Fantasie entfacht und ihre Seelen beflügelt. Die Geschichten und Legenden ranken sich um diesen heiligen Kelch, der angeblich das Blut Christi aufgefangen haben soll, als er am Kreuz starb. Eine mystische Aura umgibt den Gral, der als Inbegriff von spiritueller Erleuchtung und ewigem Leben verehrt wird. Doch die wahre Natur und der Aufenthaltsort des Grals bleiben bis heute ein Rätsel, das noch nicht gelöst wurde. Historiker, Schriftsteller und Forscher haben sich jahrhundertelang bemüht, die Geheimnisse des Grals zu entschlüsseln, doch jeder Versuch enthüllte nur weitere Fragen. Die Suche nach dem Heiligen Gral ist zu einer Legende für sich geworden, eine Suche nach einer verlorenen Reliquie, die das Potenzial hat, die Menschheit für immer zu verändern. Die Faszination und der Mythos des Grals sind unvergänglich und versetzen uns in einen Zustand unersättlicher Neugierde und unerschütterlicher Hoffnung. In dieser Ausgabe des Paranormalen Quartetts mit dem Themenmittelpunkt der Heiligen Gral werden wir die Pforten des Geheimnisses öffnen und tief in die Welt des Unbekannten eintauchen, um einen Hauch von Wahrheit und Erkenntnis zu erlangen. Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Paranormalen Quartett aus Mexiko. Ich bin Ihr Gastgeber Markus Verneutzer und als einen besonderen Gast haben wir heute eingeladen Dieter Bremer. Den Autor Dieter Bremer, der unter anderem das Buch geschrieben hat, Atlantis und das Altersparadoxon. Hallo Dieter, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Und natürlich, wer nicht fehlen darf, wie immer, ist der Herr der Psychowissenschaften, der Hermann Dürselen. Hermann, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, danke, ich grüße euch. Unser Thema ist heute der Heilige Gral und wir haben natürlich zu diesem Thema Hermann als leitende Funktion, der mit den Fragen anfängt. Bitte schön, Hermann. Ja, eine kurze Einführung für denjenigen, der noch nie was vom Heiligen Gral gehört hat. Der Heilige Gral ist die bekannteste aller Reliquien. Der Heilige Gral verspricht Erlösung, ewiges Leben. Sogar die Nazis machten sich auf die Suche nach dem Heiligtum. Aber in der Geschichte, der Gral entfaltete sich aber in der Geschichte umso mehr Wirkung, je mehr er seine angebliche Nicht-Existenz manifestierte. Sehr früh aber verband sich der Gral mit der christlichen Tradition der Eucharistie. Der Gral wurde als der Kelch verstanden, den Jesus Christus beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern benutzt und in dem Joses von Arimathea das Blut Christi unter dessen Kreuz aufgefangen haben soll. Wie schon früh in apokalyptischen Schriften berichtet wurde. Im Jahre 1188 schrieb der Franzose Chrétien de Troyes den höfischen Roman Parzival im Auftrag des Grafen von Flandern. Dieser Roman erzählt, dass der Jüngling Parzival auf der Suche nach Ruhm und Ehre schlussendlich als Ritter sich auf der Suche nach diesem heiligen Gral begab. Zusätzlich existiert eine enge Verbindung zwischen dem Mythos des Heiligen Grals. Ja, der Heilige Gral. Ist er das, was die Geschichte uns hinterlassen hat? Ist es ein Kelch? Und wenn ja, wo ist er heutzutage? Dieter, ja. Aus deiner Sicht, ist es ein Kelch oder was ist der Heilige Gral? Schwer zu sagen, ohne die gesamte Vorbereitung, die man dazu eigentlich in der Literatur durchlaufen müsste. Aber wenn ich die Frage mal so konkret beantworten soll, dann würde ich sagen, der Kelch kommt schon nahe, täuscht aber über die Gesamtgeschichte etwas hinweg, wenn man es nur am Kelch festmachen würde. Ich zitiere mal
den entscheidenden Satz, den ich gefunden habe, um den Gral zu erkennen. Dort heißt es in Mittelhochdeutsch: In dies Schalen mussten wir das Blut ablassen. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen und komme später darauf zurück. Also in dies goldenen Schalen, also eine goldene Schale, Blut und goldene Schale. Kelch könnte man sagen, aber das ist nur ein klitzekleines Stück von der ganzen Wahrheit. Also in der Geschichte wird er immer dargestellt als wirklich der Kelch des Abendmahl. Dann wurde die Wunde in den Körper von Jesus Christus reingetrieben. Als er am Kreuz hing, mit dem Kelch wurde das Blut aufgefangen. Alles eine Interpretation. Oder hat es eine Basis, wo wir sagen können, ja, da ist was dran. Es gibt natürlich auch andere Stimmen, die sagen, ja, es gibt Beweise dafür, dass der Heilige Gral eigentlich Maria Magdalena ist. Wie denkst du darüber? Wenn ich gefragt bin, die Geschichte hat ein Autor sehr gut in seinem Sinne, im Sinne eines spannenden Romans, der auch verfilmt worden ist, hat er fortgeführt, ja. Aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich die Ursache ist. Man muss sich einfach mal überlegen, wenn wir über Maria Magdalena und das letzte Abendmahl sprechen und über Parzival, dann liegen da 1200 Jahre dazwischen. Und es wird angeblich von demselben Heiligen Gral gesprochen. Ich gehe davon aus, dass noch viel, viel ältere Texte hier zur Erklärung beitragen können. Ich muss sagen, was denn Braun da geschrieben hat, ist natürlich sehr spannend und hat sehr viele Leser und Zuschauer erreicht. Und ich finde das richtig gut. Aber letzten Endes hat er sich eben nur bei interessanten Sachen bedient und etwas noch Interessantes draus gemacht. Aber in Wirklichkeit sehe ich jedenfalls, ist die Geschichte doch wesentlich komplizierter. Und auch was Christus betrifft, die ganze Geschichte um Jesus von Nazareth ist meiner Ansicht nach, wie soll ich sagen, für mich jedenfalls frei jeglicher Geheimnisse. Für mich ist also Jesus von Nazareth als Atheist ein revolutionärer Jude, wobei revolutionär ist nicht das richtige Wort. Er hat die alten Weisheiten gepredigt und irgendwann hat man ihm den Mantel umgehangen. Und interessant sind da zwei Sachen, die meiner Ansicht nach auch nicht von ihm persönlich erlebt oder initiiert worden sind, sondern auch nur eine Erinnerung an viel ältere Dinge, nämlich, dass er eine große Menge Menschen mit ganz wenig Nahrung satt bekam und dass er angeblich bei einer Hochzeit, wir sollten uns den Begriff Hochzeit merken, Hochzeit in Kanaan, aus Wasser Wein machte. All das passt zusammen mit viel, viel älteren Überlieferungen. Und in der Gralsgeschichte, wenn man Wikipedia guckt, findet man ja auch Hinweise, dass dies in irgendeiner Form Nahrung erzeugt haben könnte, so wie es übrigens weltweit überliefert wird. Auch gerade in Mittelamerika, in den südlichen Staaten der heutigen USA, gibt es solche Überlieferungen. Gisela Ermel hat dazu viel geschrieben. Aber auch bei Apollodor finden wir den Hinweis auf Perikydes und ein Horn, was jeden satt gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass in diese Richtung der Weg gehen muss, wenn man den Heiligen Gral erkennen wollen. Finden werden wir ihn wahrscheinlich nicht mehr. Da haben sich sicherlich schon andere dran bedient. Du hast eins erwähnt. Bitte schön. Du hast eben von Nahrungsherstellung gesprochen. Wie da kommt da die, ja, wie du eben schon anmerkst, diese
bekannte oder berühmte Manner-Maschine ins Spiel. Richtig, richtig. Ja. Genau so sehe ich das. Die Manner-Maschine, dieses Buch kam um 1975 auf den Markt. Ich zeige es trotzdem mal rein. Ist nicht von mir, sondern von zwei Briten, einem Technologen, einem Verfahrenstechniker und einem Biologen. Und die haben die Kabbala, die jüdische Geheimlehre, gelesen, insbesondere das Buch Zohar. Und dort gibt es drei wesentliche Teile, die kleine heilige Versammlung, die große heilige Versammlung und das Buch des Mysteriums. Mhm. Und dort haben die beiden Briten rekonstruiert, dass es um eine Maschine ging, die dieses Manna hergestellt hat. Und ich selber habe noch in einem apokryphen Text, der zu 1 Mose, also zur Genesis gehört, einen weiteren Hinweis auf eine solche Manna-Maschine gefunden. Und den wohl entscheidenden Text habe ich dann in Literatur aus dem ausgehenden Mittelalter erkannt. Und zwar dahingehend, das war damals so, dass man im Mittelalter, im ausgehenden Mittelalter, versucht hat, die alten Geheimnisse zu lüften. Selbst Newton soll sich ja mit solchen Dingen befasst haben. Und da sind eben Leute nach Arabien und Afrika gegangen und haben dort alte Texte gesucht und offensichtlich gefunden. In einem solchen finde ich dann sozusagen das Endstück, wie man den Heiligen Gral mit dem Blut im goldenen Gefäß naturwissenschaftlich deuten kann. Ja. Warte, hier muss ich mal einhaken. Ja. Das wird mir nicht ganz klar. Also, die Manna-Maschine, es wird ja gesagt, dass in der Bundeslade eine Manna-Maschine drin war, die produziert hat, was wir Manna nennen, eine mehlartige Substanz, mit der man Fladen machen konnte und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch eine Interpretation, dass es alles Alchemie war, ein Prozess, der da Algen in einen Gefäß produziert hat, den man dann weiterverwendet hat. Und das über Jahrzehnte hinaus. So, wenn wir jetzt über die Manna-Maschine reden, könntest du das irgendwie mal verbinden, wie wir das mit dem Heiligen Gral in Verbindung bringen können? Ja, es gibt verschiedene Hinweise. Richtig ist, du hast das ganz klar formuliert, es gibt also zwei Stufen für die Manna-Maschine. In der ersten Stufe wird also die Alge hergestellt und in der zweiten Stufe wird diese Alge verzuckert und bringt dann eine honigartige Masse, aus der man Fladen, Bug und so weiter. So, und dieser erste Teil passiert technologisch so, dass in einem sogenannten Taukondensator ganz oben aus Luftfeuchtigkeit Wasser gewonnen wird. Und dieses gewonnene Wasser wird irgendwann, wenn genug da ist, in einen weiteren Behälter darunter geleitet. Und die britischen Autoren haben das muss ich aufpassen, dass ich es nicht mit Salomo verwechsle, beides gehört nämlich meiner Ansicht nach auch zusammen, haben das jedenfalls diesen Behälter als Meer irgendwie bezeichnet und dort lief das Wasser rein in die Algenbrühe. Und jetzt haben wir das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, weil die beiden Briten haben nicht gewusst, wie diese Algenbrühe aussieht. Sie haben jetzt angenommen, es handelt sich um die Chlorella-Alge, weil sie ihrer Meinung nach die leistungsstärkste ist für so etwas. Und dann würde diese Algenbrühe grün aussehen. Das ist aber nicht korrekt, weil, was haben wir hier? Wir haben Blut im Arm und dieses Blut ist rot.
Und warum ist es rot? Wegen des Hämoglobins, einem Eisenkatalysator, mit welchem der Sauerstoff transportiert wird. Und das haben die beiden Briten nicht berücksichtigt. Sie wussten zwar von irgendwelchen Zugaben, haben aber nirgendwo etwas über die Farbe gefunden. Wenn es aber ein Eisenkatalysator ist, der für den Transport der Gase notwendig ist, und zwar aus diesem großen Meer heraus zu den sogenannten Barthaaren, wo die Umsetzung erfolgte, wo also Sauerstoff abgegeben wurde und man CO2 dafür nahm und in diese Alge dann als Masse eingebunden hat. Und da hat man also offensichtlich einen Eisenkatalysator gehabt, weswegen diese Algenmasse rot war. Mhm. So, und wenn ich jetzt sage, dem Jesus von Nazareth sind wegen seiner Predigten über alte Zeiten irgendwelche Sachen ihm zugeordnet worden, dann gehört meiner Ansicht nach auch diese Geschichte Wasser in Wein dazu. Mit Sicherheit hat er nicht auf einer Hochzeit Wasser in Wein gezaubert, sondern in einem Text, der auch mit dem Begriff Hochzeit zusammenhängt, wird es dann klar. Und in der Mannermaschine entspricht es der Technologie. Das klare Wasser von ganz oben wanderte nach unten in diesen Reaktionsbehälter für die Algen, der eine rote Brühe enthielt, und so wurde aus Wasser Wein. Rotwein. Und dieses ist ja dann auch, wie du, glaube ich, auch spekulierst, annimmst, dieses angebliche Blut Jesu gewesen, was da in einem goldenen Kelchschale aufgefangen wurde. Ne? Richtig. Auch das ist Jesus dann wahrscheinlich wieder umgehangen worden, weil er wahrscheinlich davon berichtet hat, aus alten Überlieferungen, aus alten Erinnerungen. Und dann kommen wir jetzt gleich mal zu diesem Heiligen Gral. Die beiden Briten hatten ja schon erwähnt, dass unsere 7-Tage-Woche aufgrund dieser Maschine quasi ins Leben gerufen wurde, weil diese Maschine nur 6 Tage laufen konnte und musste dann demontiert und gereinigt werden am 7. Ja. Tag, am Sonntag. Daher keine Arbeit am Sonntag. Die Leute mussten dort helfen und das Ding montieren und demontieren und reinigen. Das heißt, es gab Anfahrprozesse und es gab Abfahrprozesse. Ich bin nur Ingenieur für Technologie und habe Jahrzehnte in der chemischen Industrie gearbeitet. Und ein solcher Anfahrprozess funktioniert folgendermaßen. Irgendwie geht das alles los, meinetwegen mit diesem Taukondensator. Und dann kommt das in dieses große Meer mit dem roten Katalysator, die Algen und so weiter. Aber diese erste Charge oder die zu Beginn, da sind ja möglicherweise noch Reinigungsmittel drin. Das ist verunreinigt. Das kann nicht genommen werden. Das muss abgelassen werden. Und jetzt kommt der Satz. In Disguldin-Schalen mussten wir das Blut ablassen. Das heißt, in diesem Prozess ist im Anfahren, als man alles durchgespült hat, hat man diese Algenmasse noch nicht verwenden können, sondern sie wurde abgelassen in eine goldene Schale. Ob sie gold war, weiß ich nicht. Sicherlich metallisch gelb blendend oder so. In diese Schale wurde es abgelassen und es war rot, steht dort übrigens auch drin. Und dort hat man es vermutlich auskristallisieren lassen, wie auch immer, oder jedenfalls weggeschüttet. Und der Heilige Gral ist meiner Ansicht nach also nur ein klitzekleines Teil dieser gesamten Maschine und auch noch ein unbedeutendes Teil. Er ist also nur beim Anfahren verwendet worden, aber diese Geschichte goldener Becher und Blut darin. Man hat also diese rote Algenmasse als Blut gesehen. Und Hinweis, in vielen, vielen alten Texten, wo über Blut gesprochen wird und der Kontext passt nicht, einfach mal daran denken, dass es diese Algenmasse gewesen sein kann aus der Mannermaschine. Und ja, so ist es meiner Ansicht nach gewesen. Und so sucht man diesen Gral,
Und angenommen, man würde ihn tatsächlich finden, was ich jetzt nicht glaube, dann hat man eben nur ein völlig unbedeutendes Teil dieser Maschine, welche die Menschen damals während des Exodus ernährt hat. Und der eigentliche Hinweis ist eben die Manna-Maschine als eigentlicher heiliger Gral, meiner Ansicht nach. Aber in Erinnerung geblieben ist vor allen Dingen das Gold des Bechers, wo das vermeintliche Blut hineingelaufen ist beim Anfahrprozess. Haben sich einige Fragen gebildet für mich. Warum war es so wichtig, dass es rot war? Das hatte ich vorhin schon erklärt, der Eisenkatalysator, wie unser Hämoglobin im Blut, ja, was ja das Blut auch rot macht, das ist auch ein Eisenkatalysator und deswegen hat man einen Eisenkatalysator zugeben müssen, der für den Transport des Sauerstoffs zum Beispiel notwendig ist, denn die Algen werden ja gebildet aus Wasser und Kohlendioxid. Und dabei entsteht Sauerstoff. Und der muss ja transportiert werden. Und deswegen ein Eisenkatalysator. Deswegen war die Algenmasse rot. Okay, jetzt ist das klar für mich. Und dann habe ich einen Kommentar. Für die Zuschauer ist es sehr wichtig, das hervorzuheben, dass die Leute einen begrenzten Wortschatz hatten von dem, was sie um sich herum gesehen haben im täglichen Leben. Das heißt, zum Beispiel, wenn die in den Himmel geguckt haben und haben die Sterne gesehen, haben sie das vielleicht mit Inseln verglichen oder Kontinenten und was dazwischen liegt, mit Meer. Weil das im Zusammenhang, wie sie gelebt haben und die Worte, die sie zur Verfügung hatten, so benutzt haben. Dieser Art und Weise müssen wir auch die Texte interpretieren. Richtig. Wenn du erwähnt hast, es kam vom Meer nach unten, hat sich dann verwandelt in die rote Algenmasse. Ja, das Meer war das Wasser, Algen und auch vielleicht, dass es salzig war, weiß ich jetzt nicht. Aber wir müssen das in diesem Zusammenhang sehen, dass die Worte aus dem täglichen Leben benutzt haben. Wir würden es benutzen und darum haben wir manchmal überhaupt nicht das Verständnis dafür, diese Texte richtig zu interpretieren. Ich hoffe, dass diese Erklärung geholfen hat, den Zuschauern, unseren kleinen Talk hier zu folgen. Und jetzt glaube ich, danke. Hermann hat eine Frage, die brennt ihn auf den Lippen. Ja, noch was zu der Manna-Maschine. Wenn ich dich da in deinen Ausführungen richtig verstanden habe, die ich natürlich nachgeforscht hatte, kommt dieses Gilgamesch-Epos ja auch zur Sprache von Königs Uruk. Und da sind diese Ruderstangen, die gewechselt werden mussten nach dieser Reinigung. Und er ist auch gewarnt worden, dieses vorsichtig Stange für Stange zu machen. Aber ob er jetzt diese Warnung missachtet oder zu spät bekommen hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er ja dann in einen längeren Schlaf verfallen. Ja, und kann das jetzt zum Beispiel zurückzuführen sein auf eine Strahleneinwirkung? Richtig, völlig korrekt. Hier gehe ich völlig korrekt mit dir von Verstrahlung aus, hat aber jetzt mit der Manna-Maschine nichts zu tun. Aber diese Stangen, die er rausholen muss, die haben wir noch heute in unseren Atomkraftwerken. Diese Stangen, die mit Uran oder Plutonium versehen sind, die sind noch heute in Kassetten. Und wenn die alle sind, dann müssen die gewechselt werden. Und offensichtlich hat Gilgamesch sich dabei verletzt oder verstrahlt. Und es kommt ja dann auch die Szene
wo er sagt, er wusch seinen Körper und er warf seine Sachen ins Meer und so weiter. Da gibt es diesen Film von K-104, von diesem verstrahlten Atom-U-Boot. Das passt hundertprozentig, als würde Gilgamesch da auf diesem U-Boot stehen und sich waschen und die Sachen wegwerfen. Ja, und deswegen schläft er dann, ich glaube, 7 Tage lang und ist also verstrahlt. Und bei allgemeiner Strahlenkrankheit ist es so, im Regelfall ist es nach 2 bis 4 Tagen. Man rechne mal von Karfreitag bis Ostersonntag oder Ostersonntag. Hier ist die Wiederauferstehung nämlich genau dasselbe. Derjenige Gesalbte ist meiner Ansicht nach nämlich der Partner von Gilgamesch. Enkidu ist gesalbt worden. Und diese Salbungsszene ist in 2 Henoch übernommen worden und später dann wahrscheinlich auf Jesus von Nazareth übertragen worden. Und beide, Enkidu ist ja auch siegreich gewesen, hatte keine offensichtliche Verletzung und trotzdem hat er irgendwie den Tod im Körper gehabt und klagt darüber. Und irgendwann ist er dann eben bei Samson dasselbe. Ja. Als seine Haare weg waren, das heißt zwar, sie wurden abgeschnitten, ich würde eher vermuten, sie sind ausgefallen, wie heute bei der Krebstherapie. Und nach ein paar Tagen ist er dann erstmal wieder zur Kraft gekommen und die hat er dann eben auch ausgelebt, was nirgendwo steht, dass die Strahlenkrankheit dann doch 14 Tage später mit dem Tod endet. Also Hermann, du hast vollkommen recht, hat aber jetzt mit der Manna-Maschine so direkt nichts zu tun, es sei denn, man wagt gleich den Sprung und sagt, die Manna-Maschine war auf der Arche. Lass uns hier mal einhaken, weil das ist jetzt vielleicht, das bringt einige Sachen in den Köpfen der Zuschauer durcheinander. Wenn wir über den Epos Gilgamesch reden, reden wir über etwas, was viel, viel weiter in die Vergangenheit geht als Jesus Christus und natürlich die Bundeslade. Aber wir müssen natürlich hier noch erwähnen, dass viele Sachen aus der Bibel, aus früheren Geschichten oder Schriften übernommen worden ist. Ja. Zum Beispiel die Arche. Wenn wir hier zurückgehen, wo wurde die Arche das erste Mal benannt? Das war dann vor über 6000 Jahren bei den Sumerern. Und von daher gesehen, wir können das nicht alles in einen Topf werfen und sagen, ja, das ist zu derselben Zeit. Wir müssen hier ganz eindeutig im Blickfeld behalten, dass wir hier über verschiedene Epochen reden. Und wenn wir zurückgehen zum Heiligen Gral, / die Bundeslade und die Manna-Maschine, das ist wiederum eine ganz andere Zeit. Es ist nämlich seltsam, wenn wir den Heiligen Gral zusammenbringen mit der Bundeslade, die ist ja, bevor Jesus Christus ans Kreuz genagelt worden ist, schon ungefähr 200 Jahre verschwunden gewesen aus der Geschichte. Ja, das wird natürlich gerne verschwiegen, aber wir müssen auch die Zeiten hier, die uns überliefert worden sind, auch irgendwie dann trennen. Wie kommt das, Dieter? Warum bringen Leute die Manna-Maschine zusammen mit der Bundeslade und den Heiligen Gral? Wir haben ja gesehen, okay, das ist vielleicht eine Missinterpretation oder eine Interpretation der Heilige Gral, wie wir es sehen möchten. Aber wie kam das zustande, dass diese beiden Sachen verschmolzen sind? Na, dazu komme ich noch. Ich muss aber erst noch mal auf deine gerade geführte Rede eingehen und muss sagen, ich gehe da nicht so richtig mit. Oder andersrum, ich will es besser erklären. Wie ich schon sagte, ist ja Enkidu aus dem Gilgamesch-Epos gesalbt worden. Diese Salbungsszene ist fast wörtlich in das 2. Henoch-Buch übernommen worden. In 2 Henoch wird Henoch gesalbt, auf Befehl Gottes vom Erzengel Michael.
wie auch immer das ausgeschmückt wurde, meiner Ansicht nach ist dieselbe Salbung wie die von Enkidu, die eben nur übernommen wurde. Aber, und jetzt kommen wir zu Jesus von Nazareth, oder sagen wir mal Jesus Christus, Jesus, der Gesalbte. Er ist gesalbt worden, angeblich, von zwei damals gesellschaftlich völlig unbedeutenden Frauen. Also eine Salbung von gesellschaftlich völlig unbedeutenden Personen ist eigentlich nichts wert. Ist sowas wie eine Hintertür oder ein Notargument oder wie auch immer. Meiner Ansicht nach passt das alles zeitlich auch zusammen, weil eben Jesus Christus, Jesus der Gesalbte, nur eine Erinnerung ist an den wirklichen, an den wahren Gesalbten im Christentum, nämlich Henoch, gesalbt von Erzengel Michael auf Befehl Gottes. Und die Geschichte geht fast wortwörtlich aus dem Gilgamesch-Epos hervor, wo also Enkidu der Gesalbte ist. Also meiner Ansicht nach ist Enkidu, Henoch und Jesus von Nazareth in dem Sinne praktisch dieselbe Person und dieselbe Zeit. Es ist eben nur überliefert worden, immer wieder überliefert worden. Und irgendwann, weil Jesus das eben so gut gepredigt hat, hat man ihm wahrscheinlich dann irgendwann den Mantel umgehangen. Man sucht ja nach einem Erlöser gegenüber den Römern und so weiter. Vielleicht hing das alles damit zusammen. So, und jetzt zu der Frage, was hat die Arche damit zu tun? Hier greife ich natürlich vor auf ein kommendes Buch, was nicht veröffentlicht ist, aber in Atlantis und das Altersparadoxon habe ich das also auch schon mal im Wesentlichen grob umrissen. Die Arche, oder andersrum, gehen wir mal mit einem Zitat aus dem Khebranagast. Bezold hat das Khebranagast übersetzt. Es soll angeblich in Rom gefunden worden sein, wobei wahrscheinlich Ostrom, also Konstantinopel, gemeint ist. Es ist eine Überlieferung aus Äthiopien. Und bevor man jetzt fragt, was haben eigentlich die schwarzen Äthiopier mit altjüdischen Texten zu tun, da muss ich mal auf Salibi verweisen, der Meinung ist, dass die christlichen Überlieferungen eigentlich aus dem Hochland von Assyr kommen. Und da haben wir nur noch das Rote Meer dazwischen und den Bab el-Mandab, wo noch eine Vulkaninsel ist. Möglicherweise konnte man früher von Assyr nach Äthiopien zu Fuß gehen. Und die Überlieferungen sind ja auch identisch zur Königin von Saba, die also auf der Ostseite des Roten Meers angesiedelt wird, und die Königin Makeda, die quasi die identische Person auf äthiopischer Seite ist. Also nur erstmal so viel zum Hinweis, was das mit dem Khebranagast zu tun hat. Und meiner Ansicht nach ist in diesem Khebranagast ein Dr. Bernhard Liemann sagt das selber eigentlich, sind die ältesten Texte, die also praktisch wenig überarbeitet sind gegenüber den neueren Texten. Und dort kommt die Bundeslade viel deutlicher zum Vorschein, alleine mit ihrem Namen, die himmlische Zion. So heißt dort die Bundeslade. Und Bezold übersetzte also aus diesem Khebranagast, und jetzt kommt das Zitat, was die Arche betrifft, andersrum, was die Lade betrifft, so rettete Gott Adam in der Arche. Mhm. Also, das ist alles in einem Satz dort, und der Satz geht sogar noch weiter. Also sinngemäß ist Lade und Arche dasselbe. Ich bin ja nun kein, mit Englisch tue ich mich sehr schwer, als im Osten DDR geboren, Russischpflicht und so weiter. Aber die Bundeslade im Englischen heißt zu Deutsch, würde ich sagen, Arche des Bundes, oder? Oder? Ark of the Covenant. Ark of the Covenant, genau. Die Arche des Bundes. Also, Arche und Lade sind dasselbe. Die Bundeslade ist damit eigentlich die Arche, die vor der Sintflut geschützt hat,
Und auf dieser Arche musste zur Ernährung eine Manna-Maschine sein. Und die wird sehr gut beschrieben in der filmischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz. Dieser junge Mann ist irgendwie nach Arabien und Afrika gegangen, hat nach alten Texten gesucht und hat offensichtlich einen sehr alten Text gefunden, der beschreibt, wie dieser Rosenkreuz, der sich mit der Hauptfigur dort identifiziert, als Instandhalter an dieser himmlischen, meiner Ansicht nach himmlischen Manna-Maschine in der Arche gearbeitet hat. Und aus diesem Text kommt auch der Heilige Gral, nämlich, dies Blut mussten wir ein Gulden für allen ablassen. In eine goldene Schale mussten sie diese Algenmasse ablassen. Hör mal. Ja, also im Moment ist alles eingefroren hier. Aber wie, dann mach den Kühlschrank zu. Sehr witzig, ja. Jetzt sind wir wieder da. Also komisch, also haben wir sonst nie gehabt, sowas, ne? Sag ja. Nee, machen wir einfach weiter. Die hat sich Fahrer verschlagen, das war alles. Ja, wahrscheinlich. Nee, also es hat nichts mit mir zu tun. Ich weiß auch nicht warum. Auf einmal waren aber alle drei, ne? Waren wir ganz stark. Bei uns nicht. Nein, nein. Bei euch nicht? Nein, bei mir nicht. Meinst du, ich würde wieder einen neuen PC kaufen? Bitte? Bitte schön, deine nächste Frage. Ja, man sagt ja, man sucht ja immer wieder nach dem Gral, auch heute noch. Und ich denke mir, so wie du es geschildert hast, sehen es viele andere nicht. Zum Beispiel, wenn man jetzt in Valencia denkt, da wird dann auch ein Kelch ausgestellt, wo der Papst Benedikt eine Messe mitgefeiert hat. Wie kannst du das einordnen für dich? Weil es ja eigentlich im Prinzip ganz anders dargestellt wird von der Kirche, als wie du den Heiligen Gral schilderst. Ja, ich versuche, die alten Texte auf naturwissenschaftlicher Grundlage zu lesen und zu erkennen. Und ich finde, dass die beiden Briten das in ihrem Buch Die Manna-Maschine sehr gut gemacht haben. Es gibt Sachen, die haben sie nicht richtig erkannt, wie zum Beispiel die grüne Farbe der Alge dort, aber das ist nicht so schlimm. Im Wesentlichen finde ich das sehr gut und so lässt sich der Heilige Gral naturwissenschaftlich erklären. Die Geschichte mit dem Kelch und Blut darin haben wir ja in der Manna-Maschine auch. Ich habe es erklärt beim Anfahren, beim Ablassen. So, und jetzt ist die Frage, ich muss jetzt auch noch mal zu der Christusgeschichte kommen. Ich sagte ja, der wahre Christus, der wahre Gesalbte. Es gibt übrigens noch viel mehr. Perseus ist gesalbt worden vor dem Einsatz da, wo es ums goldene Vlies geht und viele andere. Aber eben in der direkten biblischen Linie über das Gilgamesch-Epos ist es also Enkidu, der übrigens wie Adam entstanden ist. Das mal ganz nebenbei. Also möglicherweise ist, oder ich bin überzeugt davon, dass Adam eigentlich der wahre Christus ist. Ja, und später ist das auf viele andere übertragen worden und das spielt es in die große Katastrophe rein. Wenn man sich die altjüdischen Texte liest, auch zu Adam, da heißt es zum Beispiel, Adam hat die Erdumdrehung gebremst. Also so steht es nicht, sondern es steht, Adam hat die umkreisenden Sterne um die Erde verlangsamt, ja, als er Sünde tat. Also, da gibt es viel, viel ältere Geschichten. Das hängt alles mit der großen Katastrophe, mit der Sintflutkatastrophe zusammen. Und was Adam da quasi schon aus Staub der oder aus Lehm oder was gemacht wurde in der Bibel, das ist also Enkidu schon im Gilgamesch-Epos. Dann wird er also gesalbt, dann geht er in den Einsatz. Er leidet offensichtlich Strahlenkrankheit und stirbt dann irgendwie. Und sein Partner Gilgamesch später dann auch, möglicherweise aus einem anderen Grund, weil er tatsächlich beim Wechseln dieser Stangen sich, wie das dort sehr gut beschrieben ist, verstrahlt hat. Aber das ist also die Geschichte, die uralte Geschichte, die immer wieder überliefert wurde.
Und wenn dann ein Jesus von zwei damals völlig unbedeutenden Frauen gesalbt worden ist, dann ist die Frage, ist der Titel Christus für ihn tatsächlich angemessen? Ist er berechtigt oder ist das Ganze eine fast zufällig entstandene Religion, die einem gewissen Paulus zu verdanken ist, der wie auch immer plötzlich als ursprünglicher Gegner diese Geschichte befürwortet hat. Aber die ganzen alten Überlieferungen, die sind, also die man naturwissenschaftlich erklären kann, die sind viel älter. Ich will mal noch ein anderes Beispiel nennen. Und zwar, lass uns mal ein bisschen was erklären, sonst läuft das aus dem Ruder und die Leute können nicht mehr folgen. Du hast gesagt, es geht alles viel weiter zurück, weil es wurde interpretiert, neu interpretiert, neu interpretiert. Die Wurzeln könnten bei den Sumerern liegen, wo Enki und Enlil eigentlich die Urheber von Adam und Eva waren und eigentlich das Paradies ein Laboratorium war. Und wo diese Brüder, die von einem anderen Planeten kamen, eigentlich sich über die Zukunft der Menschheit gestritten haben und nachher, also später, die Idee aufkam zwischen Gut und Böse oder dem Teufel und dem Guten. Also wir gehen hier sehr weit weg in der Zeit von Jesus Christus, wo anscheinend viele Ideen zusammengebracht worden sind, aus alten Schriften neu interpretiert. So, Enlil und Enki sind die, die die Kultur sehr weit im Großen und Ganzen der Menschheit vorangebracht hat. Und es gibt Schriften, die darauf einen Fingerzeig geben, dass wirklich Adam und Eva von Enlil und Enki kreiert worden sind im Paradies. Man hat Wörterverbindungen gefunden, die darauf hinweisen, dass da eine ernstzunehmende Basis ist. Richtig, Dieter? Ja, ein bisschen Bauchschmerzen habe ich jetzt bei der Geschichte. Zum einen die Geschichte, dass sich die Götter untereinander uneinig waren, teile ich eigentlich nicht, sondern ich gehe eher davon aus, dass es sich um eine Katastrophe gehandelt hat und dass diese Katastrophe letzten Endes zum Missdeutungen geführt haben. Im Atramchasis-Epos wird ja ein Mensch gezeugt, das ist ja unbestritten. Aber Hintergrund ist dort gewesen, dass die Götter gestreikt haben, weil die Götter wollten sich dort in diese Aktion nicht einbringen. Warum? Warum? Warum wurde ein Opferlamm gezeugt, das von vornherein für das Opfer vorgesehen war, der dann angeblich am Karfreitag hingerichtet wurde und 2 bis 3 Tage später wieder auferstand, so wie es bei schwerer Strahlenkrankheit ist. Also ich interpretiere dieses Atramchasis-Epos anders, nämlich in dem Sinne, dass man wirklich jemand gezeugt hat, der vermutlich auch noch resistent gegen Strahlenkrankheit, nicht resistent, aber eben besser geschützt war durch ein Fell, nämlich gegen Strahlenkrankheit, der dort eben diese Havarie in diesem Mutterschiff der Astronautengötter beseitigen konnte, er sie nicht, aber letzten Endes den Ende mit Schrecken statt Schrecken ohne Ende machen sollte. Das würde jetzt die ganze Geschichte viel, viel weiter rausführen. Ich will bloß noch mal ganz kurz darauf hinweisen, was ich vorhin noch sagen wollte, diese uralten Überlieferungen, die immer wieder neu reinkommen. Tollmanns haben das übrigens auch gesagt in ihrem Sinnflutbuch, dass das immer wieder neu quasi verankert und deswegen kommen wir mit der Zeit da schlechthin, das richtig zuzuordnen. Ich will mal darauf hinweisen, dass die ersten Bücher Moses viele, viele Wunder enthalten. Ja?
Aber was ist mit Josef? Wieso ist Josef derartig, wird er derartig verehrt für eine Wald- und Wiesenweisheit, dass man in schlechten Jahren, in guten Jahren für schlechte Jahre vorsorgen soll? Das ist eine Wald- und Wiesenweisheit, die berechtigt keinesfalls, diesen Josef irgendwie besonders darzustellen. Ja? Soweit der kanonische Teil der Bibel. Jetzt gucken wir in die Apokryphen. Da gibt es einen Text, der heißt Josef in Asenath. Und der berichtet, wie aus dem Himmel jemand kommt und der Asenath eine Maschine hinstellt. Und diese Maschine erzeugt quasi aus Luft eine Honigscheibe. Honig, klingelt's da? Mana. Ja? Erzeugt eine Honigscheibe. Und hinterher zeigt der Engel ihr, indem er die Honigscheibe verbrennt, und sie verbrennt rückstandslos. So wie sie entstanden ist, nämlich aus CO2 und H2O, Wasserdampf, verbrennt sie rückstandslos. Und das Ganze war in On, in der Nähe der großen Pyramide. Ich gehe davon aus, dass es auch auf der Erde eine stationäre Mannermaschine gab, und zwar in der großen Pyramide. Denn als der Engel ging, sagte er zu Asenath. Welche? Bitte? Welche Pyramide? Welche Pyramide? Die große Pyramide, Cheops. Ah, okay. Da und liegt ja wenige Kilometer von der großen Pyramide entfernt. Und ich gehe davon aus, die große Pyramide sieht im Schnitt aus wie eine Chemieanlage, dass dort in der Pyramide entweder Manna erzeugt wurde oder zumindest es geplant war. Deswegen oben in der Königskammer Granit, wo das Wasser gesammelt wurde, wo Kalkstein nicht sein konnte. Deswegen die bis heute unverstandene große Galerie, die der Hauptreaktionsraum war. Und vermutlich ist das entstandene Manna dann nach unten geliefert worden. Es gibt ja da einen Schacht, über den keiner gerne spricht, ganz in der Tiefe in dieser Felsenkammer. Ich weiß nicht, ob das wirklich fertiggestellt wurde, aber zumindest war es geplant. Und dieser Apokryphe-Text Josef von Asenath berichtet uns von dieser Mannermaschine, und der Engel trug der Asenath auf: Du musst hier damit ganze Völker versorgen. Es gibt ja einen Bereich in der großen Pyramide, der hat einen Sarkophag, der hat genau die überlieferten Abmessungen von der Bundeslade. Und Leute glauben, dass vielleicht die Bundeslade, nachdem sie verschwunden ist oder für eine bestimmte Zeit, da auch aufbewahrt worden ist. Aber ich habe ganz schwer den Eindruck, dass Hermann ein großes Fragezeichen auf der Stirn hat und möchte ihn jetzt seine Frage rauslassen. Also eigentlich war ja eben so nett von Adam und Eva dran. Ja, die hat es ja nie gegeben. Oder seid ihr da anderer Meinung? Adam und Eva, ich habe die Frage nicht verstanden. Adam und Eva hat es ja nie gegeben. Nun, wenn wir über die Namen sprechen, das könnte eine Interpretation sein. Aber es wird beschrieben bei den Sumerern auf den Tablets, dass eine Kreation stattgefunden hat von Menschen. Und darum bin ich ja dazu gekommen, dass ich gesagt habe, dass das Paradies oder Eden eigentlich ein Laboratorium war, was man heute so versteht, was überliefert worden ist oder an Durchsagen gekommen ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich mehr verwirrt bin als zuvor über das Zusammenspiel der Sachen, aber es macht auch, wenn man darüber nachdenkt, Sinn, wenn man im Kopf behält, dass Sachen wiedererzählt worden sind, wiedererzählt oder neu interpretiert worden sind. Und dafür gibt es ja Beweise, dass die ganze Religion, was wir in den Jahren von Jesus Christus situieren, wenn wir nachforschen,
wie weit geht das eigentlich zurück? Alles, was gesagt worden ist, war das weit, weit vor Jesus Christus. Es wurde wie ein Brei immer wieder aufgewärmt und neu interpretiert. Ja, richtig. Eigentlich und bleibt der Wahrheitsgehalt. Ganz genau. Und da der Wahrheitsgehalt ist sehr, sehr schwierig zu identifizieren. Nur Leute, die in alten Schriften wirklich von Anfang bis Ende lesen, die wissen, die Wörter zu interpretieren, weil heute interpretieren wir oder benutzen wir andere Wörter, die mehr spezifisch sind. Wenn man das nicht kann und wirklich gräbt in die Geschichte, in alten Schriften rein, wird man nie etwas verstehen. Und da bin ich doch ganz dankbar, dass wir eine Person haben wie Dieter, der sich die Mühe macht, wirklich diese Schriften von Anfang bis Ende zu lesen und versucht es zu interpretieren, um da ein wenig Licht hereinzubringen. Mhm. Hermann. Ja, ich denke. Ja, kann ich voll mit übereinstimmen und ich muss auch wirklich sagen, wie Dieter das mit seiner Art und Weise darlegt, ja, kann ich mich auch irgendwo schon mit anfreunden, muss ich sagen. Obwohl, ich habe da immer so zwei Waagschalen in der Hand. Auf der einen bin ich also mehr an das christliche Glauben. Jetzt, wenn wir wieder auf den Gral gehen, hänge ich da mehr dran. Was Dieter so erzählt, ist schon, darf ich den Ausdruck benutzen, vielleicht etwas fantastisch. Ich weiß es nicht. Ihr müsstet mir vielleicht jetzt nochmal eure Meinung dazu sagen. Aber für mich klingt es so. Für den ganz normalen Menschen ist es natürlich etwas schwierig nachzuvollziehen. So, sagen wir das mal einfach so trocken ausgedrückt. Das ist völlig richtig. Und ich kann dir eins sagen, kein Drehbuchautor in Hollywood ist in der Lage, das Fantastische niederzuschreiben, was in unserer Vergangenheit passiert ist. Ja, ja. Das, okay. Davon kannst du mal ausgehen. Okay. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, was die beiden Briten geschrieben haben zur Mannemaschine, kann ich als Ingenieur für chemische Technologie, als Verfahrenstechniker nachvollziehen. Das ist alles richtig. Diese Maschine hat es offensichtlich gegeben. Sie hat die Nahrung hergestellt und wir haben weltweit die Erinnerungen auch bezüglich dem Gral. Und es passt eben, weil die Maschine angefahren werden musste, dass sogenannte Blut musste abgelassen werden in diesen goldenen Schal, ja, ja. Goldenen Kelch. Und jetzt komme ich zu Markus. Er hat das ja gesagt. Das, was damals verstanden wurde, ja, das wurde überliefert. Und verstanden wurde eine goldene Schale und das Blut drinne war. Die Manna-Maschine mit den Algen und der Verzuckerungsstufe und so weiter, das hat damals kein Mensch verstanden. Ja, ja, aber dieser goldene Gral, ja, mit der roten Flüssigkeit drin und dieses goldene Gefäß, das ist natürlich in den Köpfen hängen geblieben. Da, wo die Menschen sich nicht festhalten konnten, ne? Ja. Da, wo die Menschen sich nicht festhalten konnten. Ja, ja, richtig. Ich muss sagen, es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und wir laufen langsam mit der Zeit aus. Ich möchte gerne noch fragen, ob Hermann uns ein Projekt mitgebracht hat für heute, ja, oder haben wir die ganze Zeit vorgesehen für Dieter? Ich meine, ich könnte jetzt noch so global einen Abschluss dazu bringen, wenn es euch gefällt. Weiß ich nicht, du kannst aber auch gerne mit einer Frage bei Dieter weitermachen. Also würde mich jetzt auch nicht stören, wie du das gerne selber möchtest. Lass uns Dieter noch eine Frage stellen, bevor wir eine Endfrage stellen, bevor wir für heute beenden müssen. Dieter, inwiefern glaubst du, dass das, was wir heute erreicht haben, technologisch, ein Abklatsch ist von dem, was viele Male in der Vergangenheit schon erfunden worden ist und vergessen worden ist. Und vielleicht war da viel, viel mehr in einer weit zurückliegenden Vergangenheit,
präsent, als wir heute erreicht hatten oder haben. Was glaubst du? Wenn man hört, Mana-Maschine, chemische Prozesse, ja, die meisten Leute, die wissen ja eigentlich nichts darüber. Heute, wenn man jemanden mit Chemie ankommt, dann schlägt er die Hände über den Kopf zusammen. Früher, da war es wahrscheinlich Hexenarbeit oder irgend so etwas. Was glaubst du, was war früher eigentlich vor der Menschheit möglich? Also, ich gehe mal davon aus, dass ich all das, was du gerade gesagt hast, mit einer einzigen Ausnahme unterschreiben würde, nämlich, dass es eine Hochzivilisation vor uns schon mehrfach gab. Das ist möglich, aber dafür gibt es keine stichhaltigen Hinweise, dass es einmal eine solche Zivilisation vor uns gab. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Das Problem ist aber, dass wir das zeitlich schwer festmachen können. Und selbst Hermann mit seiner Aussage, ja, es fällt mir schwer, das Fantastische zu glauben und ich bin da ein bisschen näher an den christlichen Überlieferungen dran, ist ja alles richtig. Aber ich möchte mal auf ein ganz wichtiges Buch hinweisen von Cremo und Thompson. Die haben ursprünglich in Deutschland drauf verzichtet, in der neuesten Ausgabe, ich glaube von 2017 ist es drin, zahlreiche Hinweise auf eine vortertiäre Zivilisation. Nun müssen wir uns mal vorstellen, das Tertiär wird ja heute bei rund 65, 66 Millionen Jahren vor heute als Beginn genommen. Das heißt, davor gab es schon eine Hochzivilisation nach dieser Aussage. Ich würde das allerdings ganz anders bewerten, sondern gehe davon aus, dass die Datierungen seitens der Wissenschaft diesbezüglich fehlerhaft sind, weil ich nämlich der Meinung bin, dass die, ich glaube, ich hatte es in dem anderen Interview schon gesagt, dass dieser KT-Impact, der also die Grenze zwischen dem Kreidezeitalter und dem Tertiärzeitalter bildet, dass der schon im äthiopischen Henoch-Buch steht, dass der am letzten Buch der Bibel steht und dass auch die Tolteken vor Ort darüber berichten, wie der heilige Stein vom Himmel kam. Also verstehe ich das richtig? Vor unserer Menschheit gab es schon eine Hochzivilisation. Richtig. Auf dieser Erde. Auf dieser Erde. Was ist passiert? Ja, wobei ich jetzt nicht sagen kann, ob diese Hochzivilisation sich selbst gebildet hat oder möglicherweise durch die anreisenden Götter mit ihrem Mutterraumschiff quasi gefördert worden sind. Das weiß ich nicht. Wo sie hin ist, Thema Sintflut. Ich bin der Meinung, dass die gesamten alten Katastrophenüberlieferungen nahezu ausschließlich die Sintflut beschreiben, auch wenn manchmal das Wasser gar nicht groß erwähnt wird, bei Ovid zum Beispiel, der hat da eine Geschichte drin, das definitiv eine Sintflut-Überlieferung ist, aber das Wasser ist eben nicht mehr zu diesem Zeitpunkt, wo er das berichtet, das Hauptthema gewesen. Und durch diese Katastrophe ist die gesamte Erde umgegraben worden, aus der einst nur mit einer graditischen Oberfläche bedeckten, viel kleineren Erde ist durch diese Katastrophe ist es zu einer Erdexpansion gekommen. Deswegen übrigens in der altjüdischen Überlieferung der Hinweis, dass Adam den Lauf der Sterne verlangsamte, weil durch die Erdexpansion gibt es durch den Massenträgheitsmoment natürlich eine Verlangsamung der Erdrotation. Und damit haben wir auch die physikalischen Grundlagen, warum früher auf dieser Erde Riesen leben konnten und heutzutage nicht mehr. Weil nämlich die Schwerkraft erhöht wurde, weil die verminderte Rotation sozusagen der Masse der Erde
praktisch entgegenkam und die Masse der Erde damit praktisch mehr wirkt als die ursprüngliche Zentrifugalkraft bei einer höheren Erdrotation, die also diese Erdanziehung teilweise zumindest aufgehoben hat, jedenfalls außerhalb der Pole und zunehmend zum Äquator hin. Und hier muss ich unterbrechen. Wir haben den Zuschauern sehr viele Sachen zum Nachdenken, zum Reflektieren und vielleicht Neuabstimmung ihrer Meinungen hinterlassen mit diesem paranormalen Quartett. Ich möchte mich ganz herzlich bei Dieter Brehme und Hermann Dürselin bedanken. Und es war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir Dieter Brehme eingeladen haben, um neue, vielleicht revolutionäre, aber interessante Sachen, die eine Basis haben, zu besprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Zuschauern für ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal aus Mexiko mit dem paranormalen Quartett. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss.